Herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit Arezu. Ich bin Arezu und muss mich erstmal wieder ein bisschen orientieren. Ich habe, ich glaube, 2 Wochen hier nichts aufgenommen und nichts rausgebracht. Hoppala. Das könnte ein Problem sein. Moment, komme ich von unten oder gehe ich nach unten? Gehen wir erstmal da lang. Dafür habe ich nicht genug Platz. Das ist ein Problem. Okay, ich denke, wir kamen von unten. Da haben wir diese Höhle ja gehabt. Okay, die silberne Schatulle von X-Shell finden. Ja, das habe ich noch im Kopf. Okay, das hier kommt mir nicht bekannt vor. Das da kommt mir bekannt vor. Sieht aus, als hätte ich ein paar Frame-Drops, aber wir werden 90 FPS angezeigt. Okay. Ja, ich denke, hier habe ich beim letzten Mal Schluss gemacht. Okay. So, und ein Rätsel, das ist gut. Dann kann ich kurz reden. Nein, ich wollte das hier festhaken, Lara. Danke sehr. So, mal sehen, was passiert, wenn wir hier dran drehen. Wir drehen mal eine... Oh, das ist doof. Na, dann schauen wir doch mal was. Bin in letzter Zeit nicht unbedingt in bester Aufnahmestimmung, allerdings versuche ich jetzt trotzdem mal. Das sieht aus, als könnte ich das einfach weghacken. Okay, ganz so einfach sieht es dann doch nicht aus. Ja, ich versuche jetzt trotzdem mindestens eine Folge pro Woche hiervon rauszubringen, einfach damit ich nicht komplett aus dem Spiel rauskomme. Kann aber sein, dass ich ein paar andere Projekte anfange, kürzere Projekte, bei denen... das einfach ein bisschen... Dass der ganze Kanal ein klein bisschen weniger strukturiert jetzt ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich versuche den Kanal eben vernünftig aktiv zu halten. Aber weiß nicht, was ich dafür machen muss. Also nur, dass das gesagt ist. So, das war's. Ich versuche die Reihe aktiv zu halten und... Ja, das... Das war's eigentlich. Gut, ich habe gedreht, aber was ist passiert? Hat sich hier unten was geöffnet? Ja! Aha! Schnell, schnell, schnell! Da haben wir noch ein paar Kopflose. Beziehungsweise Kopflose ist nicht ganz richtig. Der Kopf ist ja das Einzige, was wir noch haben. Das war ein kurzes Rätsel. Sollte einem wahrscheinlich nur die Mechanik beibringen, damit es für ein späteres Rätsel benutzt werden kann. Oh, wir sind auf dem richtigen Pfad, denn wir haben etwas zum Durchschneiden. Hallo? Oh, was soll denn das, Lara? Okay, wesentlich besser. Ich muss irgendwie darüber. Ich bin verwirrt. Das ist definitiv ein Kopfschuss, aber es wirkte definitiv nicht, als sollte das ein Kopfschuss werden. Ich muss so verzogen haben, ich habe eigentlich Centerpoint im Visier gehabt. Ich weiß nicht, wie sie jetzt geschafft hat, die Lampe gerade auszuschalten, während sie die ganze Zeit den Bogen hier hält. Hey, ich musste gerade mal kurz was überprüfen. Wo ist es ganz... Die machen einen schönen Mittelgrund hier. Sie spannt ein bisschen an, was sehr auf den Arm schon gehen würde, aber sie zieht noch ein klein bisschen mehr damit, bevor sie losschießt. Ich habe vorher nie wirklich auf die Animation dort geachtet. Eigentlich, sie spannt viel zu wenig hier gerade, als dass es noch einen großen Unterschied machen würde, was den Aufwand hier angeht. Also das sollte schon die ganze Zeit sehr auf den Arm gehen. Eine Tagebuchseite. Fremdartige Krieger verfolgten uns durch die Höhlen. Wir rannten, zu schnell für eine genaue Beschreibung. Die meisten Soldaten fielen im Kampf. Sie schlugen sich tapfer, waren aber unterlegen und in der Unterzahl. Irgendwann erreichten Lopez, ich und ein einziger überlebender Soldat einen prachtvollen Tempel. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie jemand ein derartiges Bauwerk so tief unter der Erde errichten konnte. Eine massive Tür versperrte uns den Weg. Lopez befahl Perez, dem letzten überlebenden Konquistador, mit verzweifelter, brüchiger Stimme Wache zu halten, während wir den Mechanismus untersuchten.
Die Tür öffnete sich, doch unsere Freude über diesen Erfolg fand ein abruptes Ende, als wir Perez Todesschreie hörten. Diese Laute verfolgen mich noch immer. Tja. Wie war das? Aus der Bratpfanne und ins Feuer? Ich finde immer noch sehr schön, wie gut die Synchronsprecherin die Akzente eben auch für die einzelnen Eigennamen benutzt. Ist leider nicht selbstverständlich. Und für so einen Charakter wie Lara sollte es selbstverständlich sein. Ich meine, ich mecke ja sehr häufig an dem Spiel rum, aber an der Synchronsprecherin... Nichts auszusetzen. Ich muss irgendwie darüber. Okay, diesmal haben wir uns direkt so eingehakt, dass wir rüberhopsen können. Und hopp. Okay, diesmal habe ich die Kamera nicht verzogen. Die Steuerung dort ist ein bisschen problematisch. Oh, da kann man auch die Stacheln sehen. Ziemlich eindeutig. Oh, da liegt ein Brief. Eine Tagebuchseite. 1. Dezember 1603. Ich wurde mitten in der Nacht durch ein seltsames Geräusch geweckt. Lopez starrte noch immer ins Feuer, obwohl es inzwischen nur noch aus Glut bestand. Ich fragte ihn, ob er das Geräusch ebenfalls gehört hatte, erhielt als Antwort aber nur ein Knurren. Ich legte ihm eine Decke über die Schultern und fachte das Feuer wieder an. Dann setzte ich mich und lauschte. Ich hörte weit entfernte Schreie und Zischlaute, die vermutlich durch die Windungen der Höhle verzerrt wurden. Doch unter all diesen Geräuschen war noch etwas anderes. Ein schwaches Summen. Ich habe so etwas schon zuvor gehört, jedoch nur selten und auch nur, wenn ich tief ins Gebet versunken war. Es klang wie die Stimme Gottes. Oh, okay. Sie waren auf der Jagd nach Gott aus Versehen. Also, aus Versehen ist vielleicht nicht ganz richtig. Wonach waren die doch gleich auf der Jagd? Ich könnte nachgucken, aber das würde so lange dauern hier. Will ich nach unten oder nach oben? Erstmal nach oben. Falls wir können. Und wir können nicht. Sieht aus, als könnten wir, aber nö. Was für ein Anblick. Ob ich stehe hinter der Tür. Okay, jetzt frage ich mich, was passiert wäre, wäre ich gesprungen. Wäre ich direkt gesprungen, hätte sie dann einfach selbst das Seil dort noch gespannt, damit wir hier diese Sequenz haben? Oder wäre das einfach übersprungen worden? Okay, da können wir nicht hoch. Erstmal gucken wir, ob wir hier irgendwo Beißerfische haben. Nein, keine Piranhas. Da weicht sie selbst aus. Ich musste dafür nicht lenken. Das sieht aus, als könnte hier was rumliegen. Ich sehe... Ah, da ist tatsächlich was. Ha! Sehr schön. Lara, was soll das? Warum nimmst du da und... Wir haben gar keine Schrottflinte. Hör auf, so zu tun, als hätten wir eine. Also wirklich. Das ist nervig. Gut, schauen wir uns erst einmal die Tür an. Vielleicht können wir sie ja einfach so aufmachen, ne? Hier könnte die Schatulle sein. X-Chell und Chuck-Chell schützen die Schatulle. Das erkennst du daraus? So schnell? Okay. Ich sehe keine Klinke. Das heißt, ich nehme an, wir müssen das Rätsel lösen. Okay, dort haben wir etwas zum Ziehen und Drehen und so, aber ich bezweifle, dass das manuelle Ziehen was bringen wird. Nein? Okay. Da hinten haben wir einen Weg, den sollten wir mal gehen und nachgucken, was wir dann so finden. Hoppala. Hier
Hier unten geht's nicht weiter. Wir gucken mal, ob das Rad versperrt ist. Nein, ist es nicht. Okay. Ja, Moment, das bedeutet, irgendwas Türkisches wurde gesagt, hoppala. Hoppala, Lara, jetzt benimm dich doch mal. Ja, das war ziemliche Pfeilverschwendung. Dafür habe ich nicht genug Platz. Was wurde mir doch gleich gesagt? In den Kommentaren wurde beantwortet, was Barak bedeutet. Auf Türkisch kuscheln oder so? Oder Umarmung? Ich glaube, irgendwas in der Art war's. Ich kann vollkommen daneben liegen. Oh Gott! Ah. Ich habe mich nicht erschrocken. Nein, gar nicht. Au, stimmt ja, die wollen das nicht. Oh Gott! Ja, ganz ruhig. Ah. Hei, hei. Es nervt ein bisschen, dass die absolut immun sind gegen Nahkampf, selbst wenn sie am Boden liegen. Das kommt mir nicht wirklich realistisch vor. So, okay. Oh, da waren 4 Pfeile drin, das ist gut. Ich habe nur 3 auf den geschossen. Ich weiß nicht, ob der andere noch da ist, aber... Ja, war er. Gut. So, nachdem die mir den Weg hier gezeigt haben, kann ich den auch benutzen, statt die ganze Zeit durchs Wasser zu warten. Warten ist nicht das richtige Wort, ich bin geschwommen. Okay, hallo? Ist hier noch jemand? Müsst mir Bescheid sagen, wenn ihr hier seid. Sonst erschrecke ich mich. Yay. Bin mir ziemlich sicher, dass das nötig war. Ich weiß aber noch nicht, wofür. Eine Schwäche der Rätsel hier. Wenn man etwas machen kann, dann muss man es in den meisten Fällen auch machen. Was nicht unbedingt interessant ist, aus spielerischer Sicht. Ist das ein Dolch? Ja. Lara, nimm mal mit. Das ist ein Artefakt. Gut, dann nimmst du es eben nicht mit. Okay, das hier können wir verbinden. Das ist doch schon mal was. Und ich habe schon überprüft, das Rad ist nicht versperrt. Ich sehe da oben Gollum rumhuschen. Jetzt ist er weg. Okay, das scheint auch nicht wieder zurückzugehen. Das ist gut. Achso, das sind Munitionskisten. Ich hielt das für Sprengstoff. Hielt ich gar nicht für erwähnenswert. Okay, Moment. Gucken wir noch, was hier mit ist. Können wir das ziehen irgendwie? Können wir. Und Dida scheint das nicht so zu erfreuen, dass ich das mache. Also zumindest kriechen sie dann rum. Okay. Und wir verbinden das hier nochmal und ich gucke nochmal, ob hier irgendwas... Ja, okay. Wir haben die beiden Dinger dort hingezogen. Ja, okay. Das ist das, was wir machen. Wir drehen gar nicht am Rad. Wir drehen das Ding hier. Jetzt gucken die alle in die Richtung. Und eventuell muss ich das da noch drehen. Dazu werde ich das wahrscheinlich erstmal lösen müssen. Wie komme ich da hoch? Ah.
Ja. Mhm. Da ist ein Loch, aus dem sie rauskommen können. Das gefällt mir nicht wirklich. Und hopp. Auch das gefällt mir nicht wirklich. Aber zumindest bin ich nicht weit weggefallen. Gut, hier scheinen wir keinen wirklichen Kletterplatz zu haben. Ich denke nicht, dass ich mich da festhalten kann. Das ist nicht weiß markiert. Kann ich hier irgendwo hoch? Sieht nicht so aus, aber wir gucken mal da hinten lang. Okay, hier kann ich leider nicht hochkraxeln. Ich bin mir ziemlich sicher, Lara könnte das eigentlich, aber die Entwickler sagen nein. Okay, vielleicht können wir hier hoch... Nein. Okay. Hoppala. Wie komme ich da hoch? Ich bin mir recht sicher, dass ich da hoch muss. Um das Seil zu lösen, damit ich das, damit ich den Wasserkopf hier runterziehen kann. Dann kann der dort drauf tropfen, der kann darauf tropfen. Die ersten beiden waren wahrscheinlich wirklich nur, um die Aufmerksamkeit auf den Großen da zu lenken. Dann dreht sich das Rad durch das Wasser, aber ja, also das ist klar. Die Frage ist wirklich nur, wie komme ich hoch? Und die Antwort müsste lauten, irgendwie darüber. Das Problem ist, sie will hier nicht lang klettern. War ich hier schon? Wo sind eigentlich die ganzen Fackeln, die das hier alles ordentlich beleuchten sollen? Dafür ist Tomb Raider doch berühmt. Ich glaube, das haben sie in den neuen... Ich habe in den alten Spielen nicht drauf geachtet. Also in den alten, ersten beiden Teilen dieser Trilogie habe ich nicht wirklich drauf geachtet. In den wirklich alten, in den Originalen, war es natürlich mit den Fackeln so. Da muss ich das nicht weiter überprüfen. Okay, gehen wir mal wieder auf die andere Seite. Und gucken, ob wir da was finden. Ich habe eventuell eine Idee. Wahrscheinlich ist es eine schwachsinnige. Okay, wenn wir das hier in die andere Richtung drehen, vielleicht können wir dann darauf hopsen. Nein, andere Richtung. Ja, das hat tatsächlich was zum Klettern obendrauf. Sehr schön. Konnte man jetzt so bei der Rotation gut erkennen. Ich habe eben gesehen, dass da noch einer ist. Und hopp. Sehr schön. Okay. Okay. Ja, sage ich ja. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Wir müssten theoretisch den Bösling hier noch erledigen. Können wir das hier erstmal... Das hier kann ich nicht durchschneiden, aber ich kann mich hier ranhängen. Das ist aber definitiv nicht, was ich wollte. Ich hatte gehofft, dass ich dann irgendwo lande, wo ich das durchschneiden kann. Dann werde ich das wohl irgendwie anders drehen müssen. Nicht mit dem Ding da unten. Ja, stimmt, das hier ist ja auch gar nicht damit verbunden. Ha!
Okay. Zombies, wo seid ihr? Zombie-Hexen, Entschuldigung. Da wollte ich doch glatt den einen Aspekt ihrer Existenz unterschlagen. Kann ich das einfach so hier verbinden? Nein. Hier muss irgendwo noch was sein, wo... Da hinten haben wir noch eine Winde. Okay, wozu ist das hier? Ich sehe keinen wirklichen Grund für dieses Seil. Es führt wirklich nur nach unten. Von unten nach oben kann ich nicht. Ja, das hier manuell zu drehen wird nicht klappen, ne? Ja, das wäre auch seltsam gewesen. Ich will mal nachgucken, ob wir... Nein, können wir uns hier überhaupt langhangeln? Sieht nicht so aus. Hier können wir mal hangeln, dann... Gehen wir hier sicher runter und wie wir sehen, sehen wir nichts. Okay, da haben wir noch Zeugs. Hoppala, das war die falsche Taste. Gut, hier ginge es theoretisch noch weiter runter. Ich finde es nervig, wenn die Zombie-Hexen hier rumlaufen, mir ankündigen, dass sie da sind und dann nichts tun. Ja, das hilft nicht wirklich. Ich denke, das sei jetzt eine falsche Fährte, einfach nur. Einfach nur, um das Rätsel ein klein bisschen komplexer wirken zu lassen. Gut. Hier unten werden wir auch nichts haben, außer eben den... Einen Eimer, den wir da unten sehen, aber... Und das war alles, was wir hier haben. Okay. Dann wieder nach oben. Oh, Moment, was haben... Cool. Aus Respekt, 5 Abbilder mit dem Seil runterziehen. Ja, das ist eine Bonusmission, die wir entdeckt haben. Nicht wirklich, was ich gerade gesucht habe. Was ist das? Das ist nichts. Das ist nur ein Stein, der durch das Anleuchten der Lampe besonders aussah. Hopp. Oh. Okay. Manchmal ist es so einfach. Rohe Gewalt. Oh Gott, nein, 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 nicht du. Rohe Gewalt von mir, nicht von dir. Hau ab. Okay, und jetzt sollte ich von unten das... Oh Gott. Ja, dafür ist das ey, als Abkürzung, um hier runterzukommen. So, jetzt drehen wir das wieder. Da oben links krabbelt wieder ein Gollum. Oh, und da läuft einer mit einer Fackel. Den habe ich vorher noch gar nicht gesehen. So, und ich nehme stark an, das Rad wird dann direkt das Tor öffnen. Ja, das war's. Fast fertig.
Ja, hier wären sogar fucking erklärbar gewesen, ne? Wo der da gerade oben ein großes Feuer angemacht hat. Woher kommen die bloß alle? Oh, oh. Aua. Oh, oh. Au. Hm. Ich vergesse immer wieder, dass sie immun sind gegen Nahkampfangriffe. So. Gegen Kopfschüsse sind sie nicht immun. Oh. So, oh. Okay, von da oben schießt einer. Das war kein Kopfschuss. Das war ein Kopfschuss. Ja, auf den Kopf zielen generell nicht unbedingt die strategisch beste Entscheidung normalerweise. Denn Köpfe sind schwieriger zu treffen als der... Aua. Als die Körpermitte. Es sei denn natürlich, man macht es wie der eben und geht einfach ganz nah ran. Und zerdappert den Kopf auf den Boden. Das war nicht der Kopf. Das war der Kopf. Das war der Kopf. Das war der Kopf. Okay, hier ist noch irgendwo ein Schütze. Denke ich. Oder nicht? Okay. Ich hab's erledigt. In denen waren jeweils zwei Pfeile drin, obwohl ich nur einen reingeschossen habe. Das heißt, die wurden vorher schon mal von irgendjemandem beschossen. Ja, okay. Ich könnte da hochklettern, theoretisch, um mir noch Loot abzuholen. Aber ich denke nicht, dass das nötig ist. On top. Ich schätze, wir werden eine Videosequenz haben, wenn wir, also eine Cutscene haben, wenn wir da reingehen, was uns ein bisschen... Türen. Natürlich. Aber das muss die letzte sein. Ach, und was? Hoffen wir es. So. Okay, aber... Okay, hier ist offenbar ein weiteres Rätsel dann, aber ich sehe nicht welches. Okay, sie sagte, ich soll dann nach unten gehen. Dann gehe ich da mal nach unten. Ah, okay, wir sollen hier wieder durchtauchen. Ja, wäre einfach eine Cutscene gekommen, dann hätte ich das jetzt noch in dieser Folge gemacht. Aber ein komplett neues Rätsel? Wahrscheinlich eher nicht. Okay, keine Böslinge hier. Ah, Moment. Ha, hier war ich ja schon mal. Okay, ja, jetzt ist der Weg hier auch offen. Das ist gut. Da reißen wir noch was ab, aus Respekt und so. Ja, ich denke, wir machen hier den Cut. Also... Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich versuche mindestens eine pro Woche jetzt so wieder hinzukriegen. Besser wären natürlich die, ich glaube, drei pro Woche, die eigentlich auf meinem Sendeplan stehen. Zum Glück veröffentliche ich den Sendeplan nicht. Das hilft. Dann erwartet niemand was, hoffe ich. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter das Kommentare und adios.